Hallo Menschen, heute möchte ich Haben oder Sein von Erich Fromm rezensieren. Dieses Buch hat mich wirklich eine ganze Weile beschäftigt. Ich habe unglaublich viel angestrichen. Ich habe auch noch sehr lange später darüber nachgedacht. Allerdings hat das mich auch auf gewisse Weise zum Widerspruch angeregt. Dazu möchte ich vorher zwei Dinge sagen. Das erste ist, ich glaube, es wird mir nicht möglich sein, in einem Video, was ja eventuell auch keine 30 Minuten gehen sollte, so kohärent wiederzugeben, was ich alles über dieses Buch dachte. Deswegen muss ich einfach irgendwie auf Beispiele zurückgreifen, die ja dann manchmal so ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen wirken könnten. Mit dem Hinweis, dass ich das natürlich nicht absichtlich mache. Ich muss aber irgendwie auf einzelne Beispiele eingehen, weil ich nicht alles erwähnen kann. Und das Zweite noch, die Ziele und Hoffnungen, die er so für unsere Welt hat, die finde ich wirklich gut. Gerade auch im letzten Kapitel, da wirft er nochmal so richtig interessante Forderungen auf, die ich auch unterstütze. Aber ich hatte einige Probleme mit der Argumentationsweise und das ist auch so mein Hauptproblem mit dem Buch. Es geht ehrlich gesagt schon mit der Prämisse des Ganzen los, was er als Basis für seine Argumentation nimmt, denn der kann ich leider schon nicht zustimmen und er stellt das einfach so als eine allgemeingültige Behauptung auf, als ob es nun mal so sei. Und zwar behauptet er: Wir sind eine Gesellschaft notorisch unglücklicher Menschen, einsam, von Ängsten gequält, deprimiert, destruktiv, abhängig. Jene Menschen, die froh sind, wenn es ihnen gelingt, jene Zeit totzuschlagen, die sie ständig einzusparen versuchen. Und so sehe ich unsere Gesellschaft tatsächlich nicht. Also auch nicht nur, dass ich sowas sage wie, nein, ich bin ganz anders, aber die anderen vielleicht, sondern ich bin nicht der Meinung, dass unsere Gesellschaft so aufgebaut ist. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Seid ihr so? Sind eure Freunde so? Ist eure Familie so? Und ich finde es dann immer so ein bisschen dreist, wenn man das bei sich selber nicht sieht, sowas zu sagen wie, nee, wir sind natürlich nicht so, aber die anderen, die Gesellschaft, die ist so oberflächlich, natürlich. Das kann ich halt leider nicht so sehen und deswegen steht seine ganze Argumentation bei mir halt schon auf sehr, sehr wackeligen Füßen. Denn seine Hauptargumentation beginnt ja damit, dass wir seiner Meinung nach in der Existenzweise des Habens zurzeit sind und zur Existenzweise des Seins wechseln sollten. Und da sehe ich halt unsere Gesellschaft nicht. Er bringt mehrere Beispiele dafür, wie das seiner Meinung nach gekennzeichnet ist. Das erste wäre: Heute kauft man, um wegzuwerfen. Verbrauchen, nicht bewahren, lautet die Devise. Ob es sich um ein Auto, ein Kleidungsstück oder ein technisches Gerät handelt, man kauft es und nachdem man es einige Zeit benutzt hat, ist man es leid und brennt darauf, sich das neueste Modell zuzulegen. Gerade bei Autos, behauptet er, man würde einen Wagen kaum länger als 2 Jahre behalten. Und sicherlich gibt es dafür Beispiele, Leute, die vielleicht immer das neueste iPhone brauchen. Aber ich würde eher sagen, dass die die Ausnahme sind, denn wer kann sich schon alle 2 Jahre einen neuen Wagen leisten? Ich kann mir nicht mal einen Wagen leisten. Und er setzt den Neukauf zudem auch immer noch mit so einem Akt der Defloration gleich. Und das, alles in allem läuft das halt so ein bisschen auf eine Herangehensweise hinaus, dass man durch die Welt geht mit ich bin, was ich habe. Also je mehr ich besitze, desto so größer bin auch ich. Und wie gesagt, natürlich gibt es Tendenzen so Richtung Konsum, selbst auf BookTube. Ich meine, es gibt hier Bookhauls und Neuzugänge ohne Ende teilweise, aber sagen wir mal, meine Wohnung würde abbrennen, dann gäbe es doch immer noch mich. Natürlich würde ich mich unglaublich ärgern, wenn mein Computer jetzt weg wäre, aber das liegt nicht an dem Gerät an sich, sondern weil es da so viele Erinnerungen mit drinstecken, so viele Fotos, Tagebucheinträge und so weiter. Das macht ja mich nicht aus und ich kenne halt auch niemanden, der jetzt so ist. Und das ist halt immer so ein, also, ja, so ein extrem kulturpessimistisches, ja, die ganze Welt, die ist oberflächlich und so sehe ich uns halt nicht. Außerdem hatte ich auch noch so ein gewisses Problem mit seinem Umgang mit Religionen. Er hat so ein Kapitel, das heißt die Existenzweise des Habens und des Seins im Alten und Neuen Testament und bei Meister Eckhart. Und für mich ist das halt zu herausgepickt, denn er geht nicht auf alle Religionen ein. Und maximal noch so ein bisschen Buddhismus, aber hauptsächlich ist es halt immer nur das Christentum. Und ich bin der Meinung, wenn man schon Religion mit hineinnimmt, dann bitteschön alle. Und gleichzeitig sollten Religionen für mich aber nicht die Basis und die Begründung für eine soziologische Studie oder Theorie sein. Natürlich muss man sie, wenn man die Gesellschaft betrachtet, mit betrachten, denn sie sind nun mal einfach da. Leute glauben, Religionen existieren, aber sie sollten nicht als Begründung oder Erklärung für eine soziologische Studie dienen. Und so verwendet er sie aber. Er kommt damit an und sagt, ja, im Alten Testament steht das und das über die Existenzweise des Habens. Und da frage ich mich halt, also, was interessiert es denn zum Beispiel einen Muslim, was im Alten Testament über die Existenzweise des Habens steht? Von mir aus hätte man halt alle Religionen betrachten können und dann
wäre das sinnvoller gewesen, wenn er halt irgendwie darauf hinaus will, in jeder Religion wird die Existenzweise des Habens verurteilt. Aber das tut er nicht. Er macht das halt alles sehr, sehr selektiv und nimmt dann das Wenige, was er sich herauspickt, so als Ausgangslage für seine Argumente. Ähnlich ist es, als er so über den sprachlichen Aspekt spricht. Das fand ich zunächst extrem interessant, dass er zum Beispiel sagt, ja, manche Kulturen haben überhaupt kein Wort für haben und besitzen. Und dann kamen mir seine Beispiele aber auch sehr herausgepickt vor, denn er beginnt halt unseren Ausdruck zu kritisieren, weil wir immer alles haben wollen. Und er nennt dann so Beispiele wie, ich habe eine Krankheit oder ich habe einen Arzt und ignoriert halt vollkommen, dass man das natürlich auch anders formulieren kann und dass manche Leute auch sagen, ich leide unter einer Krankheit oder was wie, ich muss heute zum Arzt, weil es mir schlecht geht. Es sagt ja nicht jeder, ich besitze eine Krankheit. Das hat er sich ja jetzt nur rausgepickt, weil es gut zu ihm passt. Und geht nicht darauf ein, dass es andere Leute vielleicht anders ausdrücken. Etwas anderes, was ich so ein bisschen fragwürdig fand, ist, dass er sich immer wieder andere so große Denker nimmt und behauptet, dass deren Theorien prinzipiell genau seine gewesen seien. Am Beispiel Marx möchte ich das kurz sagen. Er behauptet dann, Marx' Klassenkampf sei prinzipiell auch nur der Kampf zwischen der Existenzweise des Habens und der des Seins. Und jetzt habe ich in dem letzten Video schon mal gesagt, ich habe Marx noch nicht gelesen und ich bin mir sicher, dass man das auch tatsächlich so ummünzen könnte. Ich weiß aber nicht, ob das genau das ist, worauf Marx wirklich hinaus wollte. Zumal Erich Fromm das halt mit sehr vielen macht. Wie gesagt, zum Beispiel mit der Religion, auch so mit Frauenrechtlern oder der Ökobewegung. Immer sagte, ja, das ist ja eigentlich nur die Existenzweise des Habens, die er loswerden wollte. Und es kommt also vor, als möchte er einfach nur so viele wie möglich da so mit hineinziehen, obwohl die eigentlich auf was anderes hinaus wollen. Auch, ja, wenn man das natürlich so ummünzen könnte. Man kann natürlich sagen, dass Frauen ihre eigenen Rechte haben wollen, das entspricht der Existenzweise des Habens und dass Männer mehr Rechte haben, entspricht der Existenzweise des Seins. Genau, andersrum. Naja, ihr wisst, was ich meine. Also, Dann möchte ich, wie gesagt, auch nochmal ein paar Einzelbeispiele nennen, mit denen ich Probleme habe. Das kommt jetzt vielleicht ein bisschen zusammenhangslos, aber er bringt sie halt auch so. Das Erste, was mich am meisten auch verwirrt hat, er behauptet, dass nur eine Minderheit an Menschen CDs, also beziehungsweise in seinem Fall noch Platten, kaufen würde, weil sie die Musik wirklich genießen und die anderen einfach nur, um sie besitzen zu wollen. Ich meine, habt ihr das schon mal gemacht? Habt ihr euch eine CD gekauft? Habt ihr Geld dafür ausgegeben, nur damit ihr die CD dann besitzt? Oder weil ihr die Musik wirklich liebt? Also, es ist ja auch, das Ganze ist ja 1970 rumgeschrieben. Vielleicht wäre er ja heute einer anderen Meinung, aber es klang eigentlich nicht so. Und heutzutage ist es ja sogar noch extremer, dass man sich ja meistens nur vielleicht einen Download kauft. Und das heißt, diejenigen, die sich wirklich eine CD kaufen, die lieben das ja, die möchten den Künstler unterstützen. Und da habe ich nicht so ganz gesehen, wo er da seine Begründung hernimmt. Ein weiteres Beispiel wäre seine Behauptung, dass die Christianisierung Europas nur oberflächlich geschah und darunter und für alles Böse verantwortlich sind prinzipiell alles noch Heiden. Denn ja, so negative Eigenschaften wie vielleicht Besitzgier und so, die sind natürlich nicht christlich, die sind alle heidnisch. Und da kommt hier so eine etwas längere Passage von ihm. Und er sagt so, der Nachweis erübrigt sich, dass die westliche Geschichte eine Geschichte der Eroberung, Ausbeutung, Gewalt und Unterdrückung ist, was natürlich nicht christlich sein kann. Und er macht dann weiter mit den Kreuzzügen. War dieses Verhalten nur an der Oberfläche, ökonomisch und politisch motiviert? Und waren die Sklavenhändler, die Herrscher Indiens, die Vernichter der Indianer, die Engländer, die die Chinesen zwangen, Opium in ihr Land zu lassen, die Verantwortlichen für zwei Weltkriege und diejenigen, die für den nächsten Krieg rüsten, waren und sind all diese in ihrem Innersten Christen? Oder waren vielleicht nur die Anführer raubgierige Heiden, während die breite Masse der Bevölkerung Christen blieben? Wenn dem so wäre, dann wäre uns wohl leichter ums Herz. Leider ist es nicht so. Und ich dachte, ich atmete an der Stelle ein bisschen auf. Ich dachte, okay, er will dem widersprechen, dass da nur böse Heiden an der Führung sind. Aber nein, er macht weiter mit. Zwar stimmt es, dass die Anführer oft beutegieriger waren als ihre Gefolgschaft, weil sie mehr zu gewinnen hatten, aber sie hätten ihre Pläne nicht verwirklichen können, wenn der Wunsch zu erobern und über andere zu siegen nicht im Gesellschaftscharakter verwurzelt gewesen wäre und es noch immer ist. Und das ist seiner Meinung nach eben heidnisch. Ich meine, natürlich, wirklich, wenn man nach der Bibel handelt, dann kann man andere Leute nicht abschlachten, aber das ist doch total blind für alle Vorgänge der Geschichte, dass auch Christen andere Leute eroberten, niedermetzelten und so. Natürlich kann man jetzt sagen, das ist nicht christlich, aber das vertritt ja irgendwie auch die Realität bzw. die Geschichte, denn auch Christen sind so, auch christliche Menschen sind so und nur die bösen Heiden machen das ja nicht so. Und er hat halt wirklich so ein Problem mit seiner Argumentationsweise.
Und ein letztes Beispiel, was ich dazu noch nennen möchte, er bringt dann so verschiedene Gesellschaftsformen mit der Liebe innerhalb einer Familie gleich und sagt, die Liebe der Mutter, die ist immer bedingungslos, die ist gnädig, die liebt ihr Kind, auch wenn es sonst was getan hat. Und dann macht er weiter mit der Liebe des Vaters. Im Gegensatz dazu ist die väterliche Liebe an Bedingungen geknüpft. Sie hängt von den Leistungen und dem guten Betragen des Kindes ab. Der Vater liebt das Kind am meisten, das ihm am ähnlichsten ist, das heißt, dem er sein Eigentum hinterlassen möchte. Die Liebe des Vaters kann verloren werden, aber sie kann auch durch Reue und erneute Unterwerfung wiedererworben werden. Die väterliche Liebe ist Gerechtigkeit. Also erstens würde ich, also ich finde das total entspannend, das so nach Geschlechtern zu ordnen. Ich bin der festen Überzeugung, dass mich mein Papa genauso lieb hat wie meine Mama und ich verstehe überhaupt nicht, warum er das überhaupt mit Familie in Verbindung bringt, wenn er halt über Gesellschaftsform reden will, aber warum sagt denn, ja, die Väter sind gerecht und strafend und nur die Mütter gütig? Also, ich weiß nicht, warum man das mit Vater und Mutter in Verbindung bringen muss. So, um das Ganze nochmal zusammenzufassen. Ich finde es an sich gut, worauf er hinaus möchte. Er will eine aufgeklärte, humanistische, auch abgerüstete und ausgeglichene Gesellschaft. Das ist ja nichts, was man kritisieren kann. Aber ich konnte halt so gewisse Schwächen in der Argumentationsweise nicht ignorieren. Das hat mich so gestört, dass ich dann so viele Dinge angestrichen habe, selbst wenn das, worauf sie hinaus wollten, gut waren, musste ich das kritisieren. Ich mir dachte, wie argumentiert er denn? Was soll das denn? Das ist meiner Meinung nach falsch. Er geht halt schon auch recht utopisch an das Ganze heran, geht zum Beispiel von einer resonierenden Öffentlichkeit aus. Das heißt, er möchte, dass man in so kleinen Nachbarschaftsgruppen zum Beispiel Gesetze dann bespricht. Gleichzeitig möchte er keine Bürokratie mehr, ohne dass er wirklich erklären würde, wie das nun vonstatten gehen soll. Genauso, das ist natürlich ein super Ziel, möchte er die Arm-Reich-Schere ja, auflösen. Und das macht er dann aber auch noch mit so einem Satz, ich habe es mir leider nicht angestrichen, aber es geht so in die Richtung: Ja, natürlich möchte ich den großen Führungskräften nicht ihr Geld wegnehmen, keine Sorge, aber wenn mein System funktioniert, dann möchten die gar nicht mehr als Vertreter der alten Ordnung angesehen werden und würden quasi ihr Geld freiwillig abgeben, wollen gar nicht mehr von ihnen als alle anderen. Also das ist ein sehr optimistischer Blick auf die Menschheit, da bin ich mir nicht so sicher. So, sein Konsum- und gesellschaftskritisches Denken halte ich prinzipiell auch heute noch für angebracht, nur ist es für mich nicht in sich schlüssig argumentiert. Zumal er halt auch keine wirklichen Erklärungen für seine Ziele gibt. Die er am Ende nennt, sind wirklich gut. Die möchte ich auch noch mal kurz vorlesen. Er möchte, dass die Produktion den wahren Bedürfnissen des Menschen und nicht den Erfordernissen der Wirtschaft zu dienen habe. Dass ein neues Verhältnis zwischen Mensch und Natur hergestellt werden müsse, das auf Kooperation und nicht auf Ausbeutung beruht. Dass der wechselseitige Antagonismus durch Solidarität ersetzt werden muss. Dass das oberste Ziel aller gesellschaftlichen Arrangements das menschliche Wohlsein und die Verhinderung menschlichen Leids sein müsse. Und dass nicht maximaler Konsum, sondern vernünftiger Konsum erstrebenswert sei. Das klingt ja gut, aber ja, leider nicht so von einem aufs andere machbar und er gibt nicht wirklich die Ansätze, wo ich mir gesagt habe, ja, so können wir das von jetzt an verwirklichen. Das heißt, Chancengleichheit, Pazifismus, Umweltschutz, das sind absolut unterstützenswerte Ziele. Und ich würde das Buch an sich auch trotzdem noch, obwohl ich so viel zu kritisieren habe, empfehlen, denn es regt schon zum Nachdenken an. Aber ich habe mich halt doch so an einigen Stellen gestört. Ich bin mir relativ sicher, dass das eventuell Kontroversen auslösen wird, denn viele von euch haben unter meinem Sachbuch-September-Video gesagt, dass dieses Buch sehr, sehr wichtig für sie war. Und ich will auch gar nicht sagen, dass es für mich nicht wichtig war, sondern es ist sehr gut. Und ich bin froh, dass ich mal wieder richtig zum Nachdenken angeregt wurde. Deswegen wäre ich natürlich erfreut, wenn ihr mir noch einmal ein paar Dinge schreibt, was ihr dazu sagen, wo ihr mir vielleicht widersprechen würdet. Ich freue mich auf die Kommentare und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal.